Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zur wahrscheinlich langweiligsten Folge in dem gesamten Format EU-Tarkov. Langweilig deswegen, weil, es gibt halt heute keine Action. Höchstens ein bisschen Ninja-Action. Wir haben nämlich die Aufgabe, einen USB-Stick mit falschen Informationen plus diese SV98 plus eine Rolex in Customs in den Doms zu platzieren. Auch natürlich genau ganz oben, da wo absolut jeder Scav sowieso rumschimmelt. Beziehungsweise auf dem Weg nach oben schimmeln die ja alle. Ja, wobei in dem Run, den wir letzte Folge hatten, hätte es sogar theoretisch geklappt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das ganze Ding bei Nacht zu machen, weil das mir den Sneaky Ninja Way auf jeden Fall ein kleines bisschen erleichtert. Deswegen halt auch komplett trocken rein, kein Rucksack, kein gar nichts, sondern halt wirklich nur mein Airframe 10 plus GPNV 18 Night Vision plus halt die Ohrschützer, damit ich nicht sofort auf die Ohren bekomme und mir die Kugeln irgendwie durch den Kopf gehen lasse. Und halt eine Body Armor, damit ich nicht sofort verrecke, weil wenn ich halt, ich hatte ursprünglich halt geplant, komplett nackt reinzugehen. Außer der SV. Aber dann dachte ich mir, ist dumm. Dann geh doch lieber bei Nacht rein. Dann nimmst du die Night Vision mit. Dann hast du ein bisschen bessere Chancen, die Mission auch im ersten Try zu schaffen. Und dann dachte ich mir, dann kannst du auch genauso gut noch eine scheiß Weste anziehen, damit du, falls mal einer auf dich schießen sollte, wenigstens nicht sofort verreckst. So. Wir sind bei Customs gespawnt. Sehr geil. Das finde ich richtig gut. Dann kann ich nämlich hier jetzt einfach zu Trainyard hoppeln. Und dann rüber zur Brücke. Ganz fix checken, wie viel sehen die anderen. Ah, sie sehen ein bisschen was. Oh, Spiel, kannst du nicht bitte einfach einen verschissenen Weg hier aufmachen? Was soll das? Das ist echt gelitten, Alter. Hatte ich die Mission jetzt eigentlich schon restartet? Ja, ich glaube schon, ne? Ungut! Schlecht vorbereitet, der Herr. So, dann gehen wir auf jeden Fall. Ach, fuck, ich bin auf der falschen Seite vom Trainyard. Dann gehen wir auf jeden Fall einmal rüber. Und zwar komplett. Ich bin auf der falschen Seite. Aber wir gehen auf jeden Fall hier. Das minimiert das Risiko, dass wir gekillt werden. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ne, könnte es mit die langweiligste Folge werden. Weil halt absolut gar keine Action abgehen wird. Weil wir ja hier ninja-mäßig heute unterwegs sind. Und als erstes habe ich mir so eine Station ausgesucht, die nennt sich Brücke. Ist absolut fancy, da geht manchmal richtig heftiger Scheiß ab. Meistens allerdings gar nichts. Dafür ist das Wort manchmal auch da, ne? So. Und wenn jetzt da die Rolex nicht drin ist, dann habe ich was falsch gemacht. Da ist sie doch. Nicht die Rolex. Leute, ich meine natürlich den scheiß Flash Drive. Ha ja. Oh. Okay. Ich habe definitiv zu wenig Hobbys. So. Ja, und dann ist ja klar, was passiert, ne? Ich gehe halt da rein und dann gehe ich bei Dorms raus. Da mache ich gar keinen Hehl draus, liebe Freunde.
Das Boot ist, glaube ich, nicht da. Dass, falls alle Stricke reißen sollten und irgendwas schon wieder passiert, dass ich halt da raus kann, aber das, ja, das sieht nach einer Nullnummer aus, aber ist ja auch irgendwie logisch. Die letzten zwei Runden war ja das Scheißboot auf jeden Fall da. Deswegen ist das schon verständlich. Ja, moin, Alter. Die klingt gut, die Waffe. Die hätte ich gerne, aber... Ich warte jetzt ganz bestimmt nicht 8 Jahre, bis einer von euch Jungs tot ist. Um ihn dann zu looten. Während der andere mich dabei wahrscheinlich erschießen wird. Da kann ich gut drauf verzichten. Können auf jeden Fall mal in der Zeit uns Essen und Trinken reinschrauben, denn darauf kann ich nicht verzichten. Überleitungen kann ich. So, und jetzt noch schön ungesunde Cola rein und dann direkt hinterher nochmal einen fetten Energy. Boxer wäre aber besser. So, und jetzt, Leute, mache ich das im Sneaky Way. Oh, Sneaky Way wäre bestimmt auch ein geiler Name für so einen scheiß Ninja-Schokoriegel. Statt Milky Way, Sneaky Way. Oh Mann. Also ich merke schon, wenn ich in Tarkov zu wenig Action von PvP-PvE habe, dann komme ich mit so einer Kacke um die Ecke. Also. Nennt mich hobbylos. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache jetzt einen ultra dummen Move gleich. Der ist so dumm, Alter. Das ist das Dümmste, was ihr wahrscheinlich jeweils in diesem Format gesehen habt. Oder das Schlauste. Ja, wobei das Schlauste, da wird es konkurrieren mit der Sache auf Interchange. Mit diesem geilen Sprung, den ich gelernt habe, um schneller Richtung Hole in Fence zu kommen. Aber ja. Freunde der Sonne. Am besten machst du erst die SV. Ja. Guter Mann, dieser PMC. Hat er gut gemacht. Хуйло! Вот хуйло! Конец тебе! Scheiße. Ob der weiß, dass ich hier reingelaufen bin? Leute! Hört doch auf! Ich hab euch nichts getan! Ich bin unschuldig. Ganz schnell scheiß Heavy Bleeding stoppen. Ey, wenn ihr jetzt hier reinkommt, ne? Ich schwöre, dann komme ich wieder und bums euch. Einfach so. Bitte geht einfach. Einfach, weißt du? Es ist okay. Ich bin völlig cool damit, wenn ihr jetzt einfach sagt, okay, ich habe Scheiße gebaut, ich gehe einfach. Bin ich völlig in Ordnung mit. Genau, mach den mal weg, PMC. Stop hiding. Wenn der wüsste, was ich gerade mache.
Okay, er hat einen gelegt. Da ist aber noch einer. Das Gute ist, wir sind die SV schon mal los. So, ich kann ja jederzeit einfach mit der Roller nochmal rein und ich kann halt auch jederzeit einfach diesen False Flash Drive mir einfach wieder besorgen. Das ist ja nicht das Problem. Die Frage ist halt, ne? Gammelt dieser Pimmel jetzt noch da? Oder ist er weg? Ja. Ja, sehr schön. Oh Mann, Alter. Vor allen Dingen, da waren da auch noch zwei oben. Das ist richtig dumm. Das Ding ist, ich will ja eigentlich gar nicht raus. Also ja, ich will hier raus, aber ich will hier nicht raus. Raus will ich, weil ich den Flash Drive als nächstes gerne platzieren wollen würde. Aber ich will auch nicht raus, weil ich nicht weiß, ob der PMC da noch schimmelt. Und ich bin mir eigentlich zu 90% sicher, dass der da noch ist. Denn er hat ja gerade dumm gelacht, aber sich nicht bewegt. Aber ich kann jetzt auch ganz bestimmt nicht hier 5 Minuten jetzt noch rumschimmeln und halt gar nichts machen. Seht ihr? Jetzt hat er auf mich geleuchtet. Jetzt guckt er. Er sagt nicht, dass es ein Skeff, der überlebt hat. Das ist nicht wahr, Alter. Vor allen Dingen, die waren nie. Ich kann mich nicht ein einziges Mal daran erinnern, wo oben ein Skeff war. Und genau jetzt, wo ich da oben an der scheiß Tonne oder an einem scheiß Müllhaufen was platzieren muss, kommen die. Es ist doch nicht euer Ernst. Das Problem ist, jetzt kann ich auch meinen scheiß Trick gleich einfach nicht. So, Dude, willst du jetzt hier 8 Jahre stehen und hier rumaimen? Und gucken, ob ich da bin? Oder hast du vielleicht nochmal andere Hobbys? Boah, Junge, am besten wäre es gewesen, der PMC hätte die alle gelegt. So, was ist jetzt? Fängt nämlich mein scheiß Ibu an, wegzugehen. Wieder hier die Drogen reinpfeifen. Lass mal was probieren. Hey. Ich glaube, er geht. Ja, Leute, er ist gegangen. Sniper nehme ich aber.
Daumen, dass die mich nicht kriegen. Oh Mann, wenn der jetzt hier um die Ecke steht, bin ich sowas von Hacke. Jetzt kommt der da vorne aus der Tür rausgelaufen. Ah, Run and Gun, LMG. Ah. Oh fuck. Ja, das Ding ist, ich darf halt gar nicht schießen, ne? Auch jetzt nicht. So, weil, wenn ich jetzt schieße, hundertprozentig muss ich die komplette Mission neu machen. Das heißt, kommt der jetzt oder passiert später irgendwas, muss ich mich killen lassen. Lass ich mich nicht killen, geht die ganze Chose von vorne los. Ach Mann. Warum hat der PMC nicht einfach gewonnen? Warum hat der PMC nicht alle geklärt? Dann hätte ich jetzt easy cheesy hier hinkommen können und meinen Scheiß hier machen. Aber nein. Er muss ja unbedingt den Scheißkampf verlieren. Ich bin PMC, ich bin zu blöd zum Schießen. Vor allem hat er einen Sniper. Sogar mit scheiß Dingens drauf. Mit einem Lasermarker drauf. Du brauchst doch nicht mal ins ADS zu gehen. Dann schieß doch einfach, wenn du kannst. Oh, das hören die, glaube ich, auch, ne? Dann lasse ich diese Spielchen immer besser. Ich glaube aber, inzwischen ist der Dude weggegangen. Hilfe. Ich will nicht. Bang and clear. Flash and clear. Move in. Okay, cool. Also das wird auf jeden Fall noch kommen. Da macht man wahrscheinlich die Tür auf, schmeißt entweder eine HE rein, das wäre das Bang and clear. Oder man schmeißt halt eine Flash rein. Also wird man wahrscheinlich eine Nade rein, die Tür ein Stück. Bitte mal bitte aufhören zu schießen, wenn ich hier am Reden bin. Okay, ich lasse die Jungs erstmal machen. Ich habe, by the way, gelernt, auch Scavs schießen aufeinander. Egal was ist. Also, wenn ich... Oh nein. Wenn ich, PMC bin, so wie jetzt, und da treffen zwei Scavs aufeinander, schießen die teilweise auch aufeinander. Aber wenn ich jetzt aus Versehen auf Y kommen würde, ne? Oh mein Gott. Das wäre so belastend, ja. Okay, also auf jeden Fall hatte einer der beiden Dudes ebenfalls was schön Schießkräftiges. Deswegen würde ich das halt auch schon ganz gerne mitnehmen. Das setzt aber voraus, dass ich hier überhaupt nicht irgendwann mal rauskomme. Scheiße, Alter. Es kann doch nicht sein. Ausgerechnet in dem Scheißdingen, wo die meisten Skeps rumpimmeln. Wo die meisten Skeps rumpimmeln und auch der Skev-Boss rumpimmelt, zu sagen, oh, dann machen wir da mal eine Mission. Und da muss man da drei Sachen platzieren. Das dauert jeweils 30 Sekunden oder 40. Und der PMC, also der Spieler, darf sich dann aber auch nicht wehren, wenn da einer kommt. Ne? Der muss dann schon schön alle Kugeln mit dem Mund auffangen. Ja, das finden wir ist eine faire Mission. Ja, so machen wir das. Junge BSG, Alter, was ist mit euch, ey? Ich meine, okay, wenn das Scavs sind, ne? Okay. Kann man noch ein bisschen regeln. Auch mit Sneaky. Aber doch nicht an der fucking Area. Na. Ja, mach dir mal. Ja, ja, ja. Sehr interessant, Jungs. Aber doch nicht an der fucking Area, wo der fucking Scav-Boss pimmelt. Please, BSG. Please.
Scheiß Keckos, ey. Unfassbar, ey. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich halt nicht Emu-Tarkor spiele, sondern das normale, dann könnt ihr dreimal einen drauf lassen und halten die nicht so lange. Achso, die sind nur 80 Sekunden, ja, dann ist das natürlich dumm. Dann könnt ihr safe einen drauf lassen, dass ich diese ganze Scheiße hier nicht schon wieder mache. Dann geht es für mich nur darum, looten, leveln, Punkt. Aber nichts mit Quests und den ganzen Krams, ey. Da bin ich absolut raus, ey. Da bin ich ehrlich gesagt dann absolut raus. Also die Werkbank, ja, die mache ich noch. Damit ich mir Presets machen kann und alles. Aber danach bin ich nur noch auf dem verschissenen Flea Market. So, Leute. I need action. Sonst schlafe ich ein. Richtig cool wär's, aber das nur so am Rande, wenn die beiden Dudes, die aufeinander gefeuert haben, beide vielleicht daran verreckt wären. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Aber man kann sich auch mal Mühe geben, ne? Okay, das war auf jeden Fall nicht auf diesem Flur, wo die aufeinander geschossen haben. Das war safe unten, weil die knallen eher unten aufeinander und nicht oben. Weil wie gesagt, normalerweise gehen die ja nach oben gar nicht. Außer wenn ich natürlich eine fucking Quest habe, dann heißt es, jo, alles klar, Jungs. Ab heute spielen wir nur noch oben. Nicht dein Ernst jetzt. Bitte platziere die Flash Drive. Bitte platziere das Flash Drive. Bitte platziere das Flash Drive. Bitte. Bitte. Hier ist noch einer. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so. Okay, es wäre richtig cool, wenn es reichen würde, wenn ich den Rotz einfach nur platziere und gar nicht surviven muss. Dann ist es mir egal, dann gehe ich looten und dann verpisse ich mich. Ganz einfach. Zack. Dann ist mir alles egal. Dann kann hier von mir aus der fünfte Weltkrieg aufbrechen. Oh, irgendwo unten schimmelt einer. Irgendwo unten ist einer, Leute. Irgendwo. Ich muss sneaken. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das hört, wenn ich flüstere. Hä? Du verarscht mich? Ich hatte das durch! Oh. Ey, Junge, dieses Spiel, ne? Ja, Dehydrierung. Komm, Alter, bumst mich noch richtig, Spiel. Ist doch nicht dein fucking Ernst, Alter. Es ist so witzlos. Los! Smirt! Nikita! Witzlos! Bitte sag jetzt completed. Bitte sag, ich hab die Task fertig, Alter. Ich will nicht mehr. Ganz kurz checken. Ich würde schon gerne looten.
Ich bin ehrlich mit euch. Ich hätte da schon Lust drauf. Aber ich weiß nicht. Ich weiß, da ist einer. Der hat bestimmt voll Bock auf mich. Aber ich habe keinen Bock auf ihn. Okay, Leute. Wie gesagt, wir machen jetzt einen Move. Und das kann entweder der dümmste der Welt sein. Nein. Bastard. Warum? Warum muss er jetzt ausgerechnet hier nach oben kommen? Kannst du dir nicht einfach fucking Hobbys suchen? Okay, Leute. Zurück zu unserem Plan. Wie gesagt, entweder wird das jetzt der brutalst geilste Move, den ihr jemals in diesem Spiel gesehen habt. Weltweit. Es gibt keinen, der das so gut kann wie ich. Oder wir haben jetzt eine sehr kritische Situation hier. Das ist mein Way to go. Da möchte ich gerne raus. Aber dafür muss ich fucking nochmal springen und da hinten landen. Wobei, wäre es nicht cleverer, auf den Boxen zu landen? Ich habe überlebt. Ich blute leicht. Ich habe 3 Frakturen. Ich bin übel tot. Aber ey, ich habe überlebt. Und jetzt müssen wir nur noch 50 Sekunden überleben. Wir sind auf jeden Fall noch auf Schmerzmittel. Imagine, ich sterbe jetzt wegen der Scheiße. Oh Mann. Na, sollte eigentlich nicht passieren. Ich habe noch 172 HP. So, jetzt sind übrigens meine Beine tot. Imagine, jetzt bei 5 Sekunden kommt der raus, schießt auf mich. Und ich bin entweder A, tot. Oder B, ich gehe halt raus, um mich zu saven. Und dann fährt dieses Scheißding weg. So, wenn dann jetzt, BMC, komm. Leute, Alter, ey. Was für ein Lauf, ey. Was für ein fucking Lauf, ey. No kills. Ich durfte auch nicht. Spaß, ey. Du hast niemanden gekillt. Gib dir mal mehr Mühe. Junge. Boah, ich hätte die gerne so gelootet, die ganzen Boys da, ne? Ich hätte auch gerne so gerne diesen scheiß PMC einfach weggeholzt, den Spacken. Aber ich durfte nicht. Wobei, eigentlich hieß das ja, ich darf keinen Scav killen. Aber, ja. Das Risiko war mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch, deswegen habe ich es einfach gelassen. So, wir gucken jetzt fix, ob die Task wirklich vorbei ist oder ob ich nochmal sterben muss. Innerlich. Nein, sie ist fertig. Alter, ey. 15 Scavs, PMCs of Customs. You must be wearing spec gear. Was? Special gear oder was? Was heißt das? So. Ja, gut, Leute.
Aber immerhin gab es dafür ein bisschen Money, ja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, hole ich mir jetzt noch fix aus dem Hideout das Aramid ab. Gebe das ab. Dann ist das nämlich auch fertig. Und dann ist die Folge vorbei. Und dann können wir in der nächsten Folge auch mal wieder Action machen. Dann von mir aus auch wieder auf Customs. Dann kann ich da mal ein bisschen rumflexen. Ich muss ja auch immer noch Rashala killen. Wie wir jetzt seit neuestem wissen. Das wird, glaube ich, auch nochmal so eine Nummer für sich. Ich habe ihn schon mal, glaube ich, gekillt. Aber ich muss ihn ja erstmal finden. Ne? Das ist, glaube ich, so das Schwierigere. Achso, ist gleich erst fertig. So, was ist hier? Was ist hier fertig geworden? Ach, erst in 30 Minuten. Na, geil. So, dann nochmal zum Lavatory. Ah, Mann. Es ist unfassbar. Aber was freue ich mich schon drauf. Auf diese Map zu gehen und die Leute zu fraggen, Alter. Nach dieser Ninja-Aktion, ne? So, dann machen wir als nächstes in der Produktion bitte das hier. Nee, das ist das Falsche. Das brauchen wir. Ja. Davon brauchen wir 10, ne? Das heißt, ich muss 30 scheiß Scaffesten kaufen. Oder? Nee, warte mal. 15 brauche ich. Mathe kann ich. So. Aber da ich keinen Platz habe, jetzt alle auf einmal dann zu haben, müssen wir das leider so rum machen. War richtig, ne? Ja, Ripstop. Ja, ist korrekt. Gut. Dann gehe ich jetzt fix zu meinem Dealer des Vertrauens mit dem Namen Rackman. Geb ihm die beiden. Dann ist er da glücklich. Okay. Verstehe ich nicht. Ist mir egal. Ist mir egal. Gut, Leute. Jetzt sind wir wirklich durch. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder in der nächsten Folge mit ganz viel Tarkov Action. Action, Entschuldigung. Ich habe das falsch ausgesprochen. Und dann kann ich ja endlich mal wieder hier ein bisschen rumholzen. Und kann auch wieder meinen normalen Helm benutzen. Nämlich den. Und dann packen wir den einfach wieder hier rein. Oder wo der auch immer war. Und ja. Gut, also, bis zur nächsten Folge. Bis dahin und rein. Cheers.